Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 4, The Room. Ja, im letzten Part sind wir wieder zurück aus der Apartmentwelt gekommen und Eileen hat es jetzt auch erwischt. Nicht nur Richard, sondern auch Eileen. Und jetzt stehen wir wirklich in diesem Apartment und sind noch unsicher. Außerdem scheint der Raum langsam noch mehr verflucht zu sein. Seht ihr das in der Wand? Ist ja unnormal. Tja. Ist Henry etwa der Nächste? Diese Frage stellt man sich natürlich. Außerdem stelle ich mir einige Fragen. Während der letzten Aufnahmesession sind Vögel gegen meine Scheibe geflogen und Sachen in meinem eigenen Haus sind umgekippt. Also, bitte nicht nochmal. Wenn ihr Spiel spielt, spukt es im eigenen Apartment. Echt, es war so gruselig. Und ich verarsche euch nicht. Maybe it's the same guy. Oh, what if one, two, and three? Oh, what if they're all the same guy? What the hell are you talking about? You know Sullivan killed himself. The weird thing is, there were no clues. Crime scenes were always spotless. No fingerprints, no fireworks, nothing. Just the numbers, 20121. I've been a cop for a long time. I never seen a case like this one. It's almost like they were killed by a ghost or something. Entweder ein Geist oder ein perfekter Killer, der alles perfekt plant hat. 200 IQ. Was weiß ich schon? Hier können wir wieder spannen. Ich weiß auch gar nicht, was man jetzt machen muss. Was Loch ist ja jetzt zu? Ich komme ja gar nicht mehr in diese Dimension. Und irgendwie, ich weiß nicht, wirkt jetzt alles so verschwommen. Es wirkt mehr verschwommen als sonst. Ist auch sehr unnormal. Radio? 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 Nee. Ich kann das Radio lassen. Die Uhr ist stehen geblieben. Wie viel Zeit vergangen seit dieses Zimmer verrückt spielt und das Loch erschienen ist. 6:50. Ich glaube, die Uhrzeit wird später sogar noch wichtig. Aber will ich hier rausschauen? Eigentlich nicht, ne? Immerhin ist der komische Typ nicht da. Von dem wir immer noch nicht wissen, was mit dem auf sich hat. Aber noch gruseliger wäre wahrscheinlich der kleine Junge. Walter Sullivan. So, wir haben ein kleines Problemchen. Und zwar kommen wir hier nicht durch. Es geht nicht weiter. Und Eileen, die noch lebt, weiß ich, die scheint im Krankenhaus zu sein, wie behandelt. Scheint ja irgendwie aussichtslos zu sein. Die hat ja auch schon die Nummern eingeritzt. Von Walter. Ich hab so Schiss, das Spiel wird bald doppelt so gruselig. Ja. Das weiß nicht, ob ich das aushalten werde. Es wird echt heftig. Hallo? Hallo? Ich frage mich jetzt wirklich, was man tun soll. Ich meine, was habe ich denn für Optionen? Nicht wirklich viele. Wir können ja noch mal im Badezimmer schauen. Eigentlich müsste er jetzt weitergehen. Aber ich weiß nicht, wie man das triggert. Vielleicht muss ich mich nochmal schlafen legen. Ich weiß nicht genau. Weil hier ist immer noch nichts. Es hat sich hier null verändert. Trockner hat alles mit Blut bespritzt. Ja, zu viel Rotwein in der Wäsche. Dann den Trockner angeschmissen. Das ist nicht gut. Lernen wir daraus? Rotwein ist schlecht für die Wäsche. Oh nee. Kühlschrank? Haben wir ja auch schon alles rausgenommen. Die Flasche und den Drink. Nee, ernsthaft, was muss ich jetzt tun? Fernseher, du hilfst mir.
kann den Fernseher auch gerade nicht anwählen. Super seltsam ist. Hallo? Ich möchte gerne Silent Hill 4 weiterspielen. Ist das zu viel verlangt? Das war ernsthaft. Ich gucke hier nochmal durch und dann versuche ich mal, mich schlafen zu legen. Robbie, warum bist du nur so creepy? Was ist das eigentlich für ein komischer Notizblock? Ja, ein bisschen Tomaten kaufen, ein bisschen Chicken kaufen. Einkaufsliste für Henry. So sieht der Kühlschrank auch aus. So. Ach. Soll ich nochmal im Bett schauen? Warum das denn? Im roten Tagebuch stand unter mein Bett. Das ist mein Bett. Oh nee. Ich will da gar nicht nachschauen. Ja, was soll denn da sein? Ich kann mich auch nicht ducken oder so. Nee. Hä, wie unter meinem Bett? Da war doch nichts. Ich kann mich ja nicht ducken. Kann ich mich irgendwie ducken? Nee. Tatsächlich nicht. Unter meinem Bett. Ihr seid lustig. Ihr seid echt lustig. Und hier komme ich... hier komme ich hin. Im roten Teil, wo stand, ist unter dem Bett. Ja, ich kann da aber nicht hin. Ich kann nicht unter das Bett. Wo ist das blöde rote Tagebuch? Ja, welches? Welches von den 100? Nee. Kannst du, ich werde das jetzt im Internet nachschauen. Ich komme jetzt nicht auf die Lösung. Nicht, dass ich jetzt einen Bug oder so habe. Das scheint ziemlich buggy zu sein. Oh nee, bis gleich. Also doch, die Waschküche. Sieht mir ja voll schlecht. Ich habe mich nur auf das Blut hier fokussiert. Hier. Das war vorher nicht da. Sieht aus wie ein komischer Dämon. Ich glaube, Henry sagt das auch. Nö, ja, eine Art Fleck. Aber wenn ich mir ihn so ansehe, sieht er auch wie ein böser Dämon aus. Guck. Die Steuerung. Da muss ich jetzt natürlich erstmal wieder reinkommen. Das kann ich hier nicht verwenden. Oh doch, das kannst du. Da. Sie haben den Succubus-Talisman verwendet. So, und jetzt wird es heftig. Steht hier. Was zum Teufel? Nachdem er das Ritual der Heiligen Himmelfahrt ausgeführt hatte, drängen sich andere Welten in sein Universum. Und es schwoll furchtbar an. Aber sein Universum ist anders als unseres. Es hat Grenzen. Und innerhalb der Grenzen des Universums regiert er wie ein König. Und im tiefsten Teil seines Königreiches ist seine Mutter. Im tiefsten Teil des Königreiches ist seine Mutter. Chaos. Guck, hier sind die ganzen Sachen, die wir auch haben. Chaos, Versuchung und das ist Wachsamkeit. Hier ist die Wachsamkeit. Weiß jetzt nicht. Versuchung. Ich erkenne das gar nicht, muss ich gestehen. Das hier erkenne ich. Chaos. Und das hier gehört, glaube ich, da rein. Ursprung. Ja, das dann hier rein. Oh Gott, jetzt geht's ab, ihr Lieben. Ein neues Loch hat sich soeben geöffnet. Und ihr seht schon, dieses Haus von Henry, beziehungsweise das Apartment, dieser Raum 302, immer mehr verflucht wird. Wir haben im Wohnzimmer schon diese Marke gehabt, jetzt hier noch dieses Dämonenzeichen. Definitiv kein gutes Zeichen. Das Loch. Wohin wird es diesmal führen? Eileen, ob sie in Ordnung ist? Möchten Sie das Loch steigen? Natürlich. Deswegen habe ich so diese lange Aufnahmesession begonnen. Ich habe eigentlich vor, sehr lange zu spielen. Es sei denn, es wird mir zu heftig. Wovon ich jetzt stark ausgehen kann, das nächste Kapitel geht noch einigermaßen. Aber ab dann wird's von den Sternen.
Oh oh. Ist er immer noch böse, nur weil ich die Puppe nicht angenommen habe? Oh mein Gott. Ja, kein Silent Hill ohne die Krankenhauswelt. Ich weiß nicht, ob das eigentlich Miller-Hospital ist, was natürlich in Silent Hill steht. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, es ist das Krankenhaus für Eileen Gavin, wo sie sich gerade drin befindet. Was habe ich denn jetzt hier für einen Scheiß? Hab ich einen Golfschläger? Ich will aber die Axt. Komm. Henry. Oh, es geht schon wieder scheiße los, ey. Henry, du bist so blöd. Boah, die Axt ist echt ein bisschen, ey. Ich glaube, ich will einen Baseballschläger, da hat mir das da gefallen. Die Axt ist mir zu lahmarschig. Ist echt eine sehr langsame Waffe. Und der schläge ich doch nur so straight. Hab ich mir ganz anders vorgestellt. Ich dachte, wir machen jetzt einen auf Floki von Vikings. Oh, die Musik. Boah, ist das atmosphärisch. Das Spiel ist der Hammer. Das ist absolute Hammer-Game. Schloss kaputt? Okay. Boah. Boah. Ich kann mich an den Soundtrack nicht mehr erinnern. Ist der geil. Nicht, dass jetzt hier dieser Typ drin ist. Nee. Ist auch nicht viel besser. Das sind die rülpsenden Zombies. Zombie-Krankenschwestern. Ja. Weiß nicht, was da vorhalten soll. Die sind auch nicht wirklich stark. Viel zu langsam. Und naja. Die nerven nur mit den Rülpsen. Aber schon witzig, dass sie so rülpsen. Hallo? Ich bin Cecilia Kira. Hallo? Boah, hier hat der Typ eben rumgeschnitten, ne? Eine Leiche. Was ist das für ein kranker Spinner? Der Operationstisch. Es liegt etwas drauf, das mit einem blutbefleckten Tuch bedeckt ist. Ich will mir nicht mal vorstellen, was unter dem Tuch ist. Nee, bei dem Typen, den wir eben gesehen haben, ist mir auch nicht so. Das ist ein seltsames, menschenförmiges Objekt. Ja, komplett zerschnitten. Herzlichen Glückwunsch. Willst du so enden, Henry? Ich nicht. Deswegen gehen wir hier raus. Das ist ein bekloppter Raum. Sinnlos as fuck. Oh Gott. Es ist auch so ein kleiner Herzschlag im Hintergrund. Das ist doch sowas von intended. So von wegen Herzschlag, vor allem, der noch geht. Das Herz, was noch gerade so am Tucken ist, so geil gemacht. Echt. Hammer Game. Da rülpsende Zombies. Keine rülpsenden Zombies. Cool. Was ist denn hier wieder für ein Scheiß? Da ist ein Cuttermesser. Oh. Ursprünglich zu Stein vor Papier gedacht. Kaum als Waffe zu verwenden. Warum steht das hier? Ich kenne so einen Kriminalfilm, der hier heißt Hangman. Da hat der Psychopath auch mit einem Cuttermesser gearbeitet. Warum soll es denn keine Waffe sein? Also, das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Hat natürlich jetzt nicht die beste Reichweite, aber sollte ziemlich effizient sein. Ist doch super scharf. Hier liegen viele medizinische Sachen herum, aber ich wüsste nicht, was man damit anfangen soll. Ja, bist du ein Arzt, Henry? Du bist auch manchmal ein bisschen blöd, glaube ich. Das hier ist das Office. Was ist das denn Schönes? Notiz. Ich habe den Schlüssel zu Eileen Gavins Krankenzimmer verloren. Sie wurde als Patientin mit schweren Verletzungen eingeliefert. Ich hoffe, ich habe den Schlüssel nicht in einem anderen Krankenzimmer liegen lassen. Ja, das war ein bisschen problematisch. Direkt Beschwerden, 1-Stern-Google-Bewertung. Oh, nee. Echt, was ist das für ein beschissenes Krankenhaus? Feuer runtergekommen, Eileen Gavin. Ja. Ganz oft Eileen Gavin. Ich hatte recht. Es dreht sich um Eileen. Ich dachte, das wäre ein Schrank. Ihr wolltet nur nicht. Das sind viele Formulare mit dem Namen Krankenhaus St. Jerome. Guck, das ist nicht das Eiche Miller. Das ist nicht weit von meinem Wohnblock. Nicht das typische Krankenhaus aus Silent Hill. I
Eileen, lebst du noch? Fun Fact, den Soundtrack, den ihr da im Hintergrund gehört habt, der Toby Fox remastered. Weil das klingt 1:1 genauso im Hintergrund, wie das Theme, wenn Shara erwacht im Genocide Run von Undertale. Wirklich jetzt. Müssen wir vergleichen. Hört das voll raus. Passt ja auch. Ist ja auch sehr gruselig. Undertale an manchen Stellen. Da wurden viele Fotos an die Tafel gepinnt. Können das Eileens Bilder sein? Ihre Untersuchungsbilder? Probably. Aber das weiß ich schon. Sehe ich aus wie eine Ärztin? Nein. Gut. Ja, bislang ist es ja noch relativ ruhig hier. Zu ruhig. Kennt ihr den Spruch? It is quiet. Too quiet. Was ist das für ein komischer Mist? Ich hab voll Schiss hier im Krankenhaus. Ich weiß nicht, woran das liegt, weil es so richtig in Zeit ist. Yay! Yeah! Gesundheitsdrink. Der hier Nährstoffdrink heißt. Da wurden das Teil in Traditionen gebrochen. Die Lampe ist kaputt und liegt auf dem Operationstisch. Ja, die Lampe finde ich immer krass, ey. Die werden bestimmt mal gucken, wie den Greenscreen funktioniert. Diese vier Superheldenlampen, ey. Schau heftig. Oh Gott. Krankenhaus, Krankenhaus, Krankenhaus. Oh nee, ist auch nicht das, das Toilette. Nee, da kann ich wieder zurück. Ich will auch nämlich zurück. Aber das ist gut. Da wissen wir schon mal, wie wir wegkommen. Back in Business. Das war der Washroom. Ah, guck mal, hier ist das so ein Flatterflieh. Hey, guck mal, wie schnell das ist. Boah, ich mag das Cuttermesser jetzt schon. Gott, ich hab schon wieder Gänsehaut. Akira Yamaoka, du Schlingel, ey. Das ist die Handtasche von Eileen, oder? Falls ihr nicht wisst, was sie damit meinten mit Akira Yamaoka, das ist der, der den Soundtrack gemacht hat und macht echt viel aus. Kommt eine Damenhandtasche hier, ja. Muss Eileen gehören. Nee, ist die Eileens Tasche. Ja, so Henry mit so Handtäschchen sieht auch ganz stylisch aus. Nicht wirklich. Klar, so eine Damenhandtasche. Zwar kein Louis Vuitton, aber ist okay. Muss ja nicht jeder eine Louis haben. Ich bin froh, dass ich eine habe, aber ich habe ja auch nur zwei Handtaschen. Erste Hilfe Kosten. Warum bekomme ich hier so viel Heilung? Ich will mich ja nicht beschweren, aber warum bekomme ich so viel Heilung? Ich spiele heute voll langsam, ne? Ich die Atmosphäre so mitnimmt. Es ist das Krankenblatt eines Babys. Baby. Gott. Ist der für Baby? War Eileen schwanger? Eigentlich nicht, oder? Oh, oh Gott. Ich habe jetzt nichts erwartet, weil es die ganze Zeit so ruhig ist. Oh shit. Ich glaube gegen die. Nein. Gegen die ist das nicht gut, das blöde Messer. Scheiße. Oh, das ist nicht gut, ihr Lieben. Ich bin so am Arsch, ne? So. Kannst du bitte... Oh, ich mag das Cuttermesser nicht mehr. Es ist echt schwach. Scheiße. Es ist echt zu schwach. Verdammt. Ich habe mich so gefreut. Schnelles Messer. Und das ist ja so toll. Und so. Ach, du lebst noch. Betonung liegt auf noch. Jetzt muss ich die Schwellengeschütze auspacken, oder was? Das euer Ernst? Das beste Heil-Item in Silent Hill. Ich würde sagen, wir gehen noch direkt wieder zurück, ne? Und ich bin gespannt, ob jetzt schon das eintritt, was ich denke. Und ja, das was extrem Negatives. War das hier? Ich glaube, das war hier. Ja. Oh Gott, Leute, ich habe noch nie so viel Angst gehabt, wie jetzt zurück nach Hause zu gehen. Echt jetzt.
Oh nee. Jetzt bin ich echt gespannt. Nee. Ich will, dass er nicht spoilern muss, damit auf sich hat und vor mich so viel Angst hab. Aber nee. Ist nur alles gut. Boah, also ich war echt ein Fan von diesem Cuttermesser. Ist ja echt schwach. Ich glaube, ich leg das ab, genauso wie die Ampulle. Und ich leg alles ab. Ich brauche keine High-Items. Bin eine Pro-Gamerin. Ich brauche das alles nicht. Hallo? Hallo? Ich hab so Schiss. Echt? Gut. Cuttermesser. Ja, nee. Im Real Life ist es ein bisschen stärker jetzt. Echt. Die Handtasche will ich jetzt eigentlich auch nicht weggeben. Ich glaube, die werden wichtig. Den gebe ich sowieso nicht weg. Ja, dann passt es ja. Komm. Ja. Ich traue mich so einiges. Ich weiß. So. Ah! Dieser Speichersound. Ja, ich habe schon gespeichert. Alles gut. Guck jetzt hier nochmal durch. Hallo? Hallo, Robbie? Gott, Leute, das ist doch die Ruhe vor dem Sturm. Ich denke, im nächsten Part geht's richtig ab mit dem Krankenhaus. Ich gucke hier jetzt nochmal raus. Eigentlich wollte ich den Part auch ein bisschen länger machen, weil es am Anfang so ein bisschen blöd lief. Aber ich entscheide mich jetzt dagegen. Für einen kürzeren Part. Dafür war letztes Jahr zum Beispiel lang. Gut, beim nächsten Mal weiter mit dem Krankenhaus. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Cecile. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!